Hier wird ein Wort verwendet, Fulan. Kama sta'malta Fulanan. Das Wort Fulan benutzt man, wenn man eine Person nicht nennen möchte. Fulan hat doch so und so gemacht. Benutzt man das auch für Tiere? Kann man sagen, Fulana, yani, beispielsweise das Esel. In dem Hadith bei in dem Muslim von Abu Ya'la, da ist ein Hadith, dass ein Schaf von Sauda bint Sam'a verstarb. Und daraufhin sagt sie, ja Rasulullah, matet Fulana. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Fulana, das heißt das Schäfchen, ist gestorben. Das heißt, man benutzt es auch für Tiere. Wenn du jemanden rufen willst und sagst, ja Fulan, oh so und so, dann kürzt man das manchmal ab und sagt einfach ja, ja Ful. Ja Ful. Das ist Hocharabisch, das ist kein Dialekt. Ja Ful, Abkürzung von ja Fulan. Tayyip.